Hallo und herzlich willkommen zum Rückspiel im Supercoppa-Finale. Dieses Mal im Camp Nou. Wir müssen einen 2-Tore-Rückstand mindestens aufholen. Na, also wir haben das Hinspiel ja in Madrid leider verloren. 3-1 durch 3 Tore von Higuain. Und heute müssen wir mindestens 2 Tore schießen. Da seht ihr das Hinspiel 1-3. Jetzt geht's los. Jetzt mal gucken. Also im Hinspiel war ich noch nicht so ganz zufrieden. Da haben wir noch nicht das gezeigt, was wir eigentlich können. Jetzt müssen wir das auf jeden Fall besser machen. Oh, es fängt schon wieder schlecht an. Higuain ist wieder durch. Und da steht es schon 1-0. Ich kack doch ins Essen, ey. Eieieiei. 3. Minute, 1-0. Higuain. Jetzt sind sogar mindestens 3 Tore, die wir schießen müssen. Jetzt riskiere ich es. Ich kann nicht mehr reden. Ich riskiere es schon am Anfang. Hier, Passspiel. So. Die Passart machen wir mal riskanter jetzt. Hier, riskanter. Und, oh, scheiße, sorry. Vorstöße machen wir mal. Ah, ne, hier. Die Abschlüsse machen wir immer lang. Jetzt gibt es schon eine gelbe Karte, sehe ich gerade. Jawohl, für Sami Khedira. Hör mal. Pressing. Überall müssen wir jetzt pressen. Muss gleich von Anfang an, ey. Scheiße. Müssen wir natürlich weit vorne. Taktischer Aufbau. Da müssen wir jetzt 87%. Einsatz, taktische Ausrichtung. Und das ist das Tor! Geil. Leo Messi. Mann, habe ich gar nicht so mitgekriegt. 10. Minute, 1-1. Nur noch zwei. Das sieht doch schon mal besser aus. Schade, wenn das 1-2 von Higuain nicht gewesen wäre. So, zurücklehnen und hoffen heißt es jetzt. Ah, Cristiano Ronaldo. Gegen Iniesta, gegen Dani Alves. Kriegt kein Freistoß. War korrekt, glaube ich. Eieiei, Chancen 1-1. So auch der Spielstand. Total ausgeglichen. Aber natürlich sind wir diejenigen, die jetzt mehr zeigen müssen. Weil Madrid würde selbst eine 2-1 Niederlage reichen. Wie gesagt, wir müssen mindestens noch 2 schießen, damit wir überhaupt in die Verlängerung kommen. Und ich denke mal, okay, wenn wir so weiter spielen, ist das nicht mehr möglich. Aber wer weiß, kann sich ja noch steigern. Özil, Puyol, jetzt ist mal ein bisschen Platz da. Oh, das gibt's auch gar nicht. Ballverlust, überall Ballverlust, der Messi. Iniesta. Vergiss den Ball, ich kack doch wieder ins Essen, das gibt's doch gar nicht. Wäre ich jetzt ein Jürgen Klopp, dann würde ich an der Linie ausrasten, Neven! Mensch, muss doch mal spielen jetzt! So, Pedro. Xavi, jetzt hat er Platz, Messi. Abseits. Schwierig. Ich würde eher zur gleichen Höhe tendieren. Oder in diesem Fall für den Angreifer pfeifen. Also hätte man auch laufen lassen können. Aber vielleicht bekommen wir ja so Chance jetzt häufiger. Messi mit Iniesta. Wieder Messi, Samuel klärt. Haben sich einfach mal Samuel geklaut von Inter Mailand. Higuain, Özil. Di Maria gegen Jordi Alba. Da ist Ronaldo. Und Valdes ist da, wenn man ihn braucht. Muss man einfach so sagen. Wie gesagt, ist nicht der beste Torhüter, aber er zählt mit einer zu den besten Torhütern. Die wir haben in Europa. Und auch mal wild. Das denke ich mal auch. Pedro. Dani Alves. Pedro. Wir müssen jetzt einfach die mehr Sicherheit reinkriegen. In die ganzen Pässe, in die ganzen Angriffe. Sanchez. Das hat er jetzt gut gemacht. Gegen Khedira, der hat schon gelb. Geklärt von Samuel. Egal, aber jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir kein weiteres Gegentor kassieren, weil dann sehe ich echt schwarz.
dann sehe ich echt wie unser Kollege Hans Sapai schwarz. Deswegen wäre es schon ganz hilfreich, wenn wir vielleicht vor der Pause das 2-1 machen. Na, mit langen Bällen da vorne, Messi. Du kannst Messi nicht ins Kopfballduell schicken, wie willst du das machen? Oder denkst du, er gewinnt ein Kopfballduell gegen Pepe? Ja, gewinnt er. So, Cristiano Ronaldo. Ronaldo gegen Daniel Alves. Ronaldo bleibt Sieger. Higuain gegen 2. Aber Piqué klärt. Super. Super, hör mal. Sanchez ist frei. Spiel ihn. Oh, Messi. Messi. Messi macht alleine. Messi. Aula, Aula Messi. Lionel Messi. Ist das ein geiler Fußballer. Oh, jetzt bin ich außerdem gegen das Mikro gekommen. Und da bin ich. Guck dir das an. HSBLP freut sich. Boah, aber Messi, wie er ja da jeden auseinander nimmt. Oh, dann hat er noch Glück. Gegen Pfosten und dann rein. Mit der Kugel immer. 38. Doppelpack Messi. 2-1. Jetzt fehlt uns nur noch ein einziges Tor. Dann sind wir in der Verlängerung. Vielleicht schaffen wir das dann noch vor der Pause. Sanchez. Messi. Messi. Ey, faul. Voll, Junge. Pedro hat den Ball im Strafraum. Casillas kommt raus. Pedro. Falsche Richtung. Busquets. Messi macht da den Hattrick. Pfosten. Nein. Nein, 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 nein. Messi klatscht das Ding an den Pfosten. In der 44. Scheiße. Das hätte es sein können. Messi. Oh. Boah, ich muss echt aufpassen, dass ich jetzt hier nicht gleich wieder abhebe, nur weil hier eine Messi mal 2 Tore macht, was normal ist eigentlich für ihn. Messi. Messi. Ja. Ramos. Halbzeit. Wir spielen gut. Wir spielen besser als im Hinspiel, muss ich sagen. Da haben wir aber auch geführt zur Halbzeit und haben dann, ja, 3-1 verloren. Mehr Schüsse. Madrid hat mehr Ball besitzt. Wir haben aber mehr erfolgreiche Pässe. Aber das Wichtigste steht hier oben. 2-1. Nichts gewonnen und auch noch nichts verloren. Halbzeitansprache. So müssen wir jetzt weitermachen. Wir schaffen das noch. Auf jeden Fall. Bin ich 100% davon überzeugt. Die Stimmung ist natürlich erstmal ganz unten im Keller. Wie geht denn das mit den Spielergesprächen? Ach so, hier. Messi auf jeden Fall muss ich loben. Auf jeden Fall. Schön, dass sie mich so stark gesehen haben. So, wen könnten wir denn mal motivieren? Xavi müssen wir motivieren. Von dem haben wir zu wenig gesehen momentan. Ich versuch's. Du kannst es besser, ich versuch's. Wie viel haben wir noch übrig? Noch 3 Ansprachen. Massage. Wer braucht Massage? Wer ist... Iniesta braucht mal eine Massage. Mit Lavendel? Mit Lavendelöl? Oh, geil. Mit Lavendel. Ja, mit Lavendelöl, damit kann man so einige Sachen anstellen. So, und Sanchez kriegt nochmal eine Massage. Mit Lavendelöl? Ja. Und Jordi Alba müssen wir nochmal motivieren. Ich kann es besser, das weiß ich. So. Und jetzt geht er raus und haut den weg. Mama. Steht 2-1. Wir brauchen noch ein Tor zur Verlängerung. 2, wenn wir die Supercoppa so gewinnen wollen. Das Wichtigste ist, wir dürfen uns kein weiteres Gegentor erlauben. Ein weiteres Gegentor könnte sehr tödlich für uns sein. Weil dann war es das, glaube ich. Dann können wir uns hier verabschieden. Dann wird das Real Madrid, glaube ich, nach Hause fahren. Obwohl sie bei uns spielen, fahren sie das dann trotzdem nach Hause. Abseits Higuain. Ey, ist das spannend. Mein Gott. Fingernägel kauen steht hier jetzt auf der Tagesordnung. Pedro. Messi. Oh, scheiße. Komm, hasse. Oh, Puyol. Mach da keine Scheiße, ich sag es dir. Busquets. Puyol. Mit vorne. Pedro. Messi. Ei. Das war die 51. Casillas ist aber auf dem Posten. Das schaffen wir. Wir müssen so spielen wie in der ersten Halbzeit. Den kriegt Pedro locker. Den kriegt er. Und jetzt eine schöne Flanke und das wär's doch jetzt. Eine Krönung, Kopfballtor Messi. Nein, da ist doch keiner. Okay, aber wir haben Zeit. Ist erst die 53. 54. Nein. Ramos. Khedira mit dem Fehlpass.
Xavi. Da ist Messi. Da ist Messi. Mann. 56. Jetzt die Chancen im 2-Minuten-Takt. So muss das weitergehen. So muss das weitergehen immer. 1-1 Ecken. Xavi bringt sie rein. Auf. Wer steht denn da hinten? Auf Pero. Merkwürdige Eckballvariante. Wenn es aber gut geht, kann man dazu machen. Daniel Alves. Freistoß. Gut. Puh. Foul von Xavi Alonso. Freischuss Lionel Messi. 58. Der kann sowas. Der kann sowas. Schade. Messi, zwei Tore gemacht. Wäre echt schade, wenn die zwei Tore nicht reichen würden. Na. Hätten wir das 1-0 nicht kassiert, wären wir weiter. Sanchez. Jetzt! Oh. Wechsel. Hugo war nochmal. Wo war denn nochmal die Auswechslung? Ich muss mich da nochmal ein bisschen finden. Auf F2. Ne, auf F1 machen wir mal. David Villa ist noch nicht fit. Da will ich nicht nix riskieren. Wir wechseln mal Fabregas ein für... Ne, wäre Quatsch. Fabregas bringen wir später. Aschabin werden wir nochmal bringen. So. Den Rest lasse ich erstmal so auf uns zukommen. Kein Foul, weiter geht's. Mesut Özil. Von dem haben wir... Ah, der kommt durch, schade. Ronaldo. Ganz stark von Iniesta, ganz stark. Ach, der kommt nicht an. Mesut Özil. Puyol. Ganz stark. Messi. Messi auf Pedro. Ne, Messi macht's alleine. Messi, Messi. Immer noch. Lionel Messi. Da war das. Ist zu viel. Zu eigensinnig. Da muss er mehr spielen. Jetzt Busquets. Wieder Messi. Auswähle Pedro. Er macht's wieder alleine. Messi. Foul. Freischuss. Ja. Sehr gute Position. Und zusätzlich eine gelbe Karte für Xabi Alonso. 4 Fouls von Madrid. Mehr Ballbesitz, aber wir führen. Boah, Alter, kannst du Messi nicht so umtreten, Junge. Jetzt erstmal der Wechsel. Ein frischen Spieler, Aschavin. Jetzt Messi beim Freischuss. 69. abgefälscht. Und der Einwurf. Wir verändern nochmal was an der Spieltaktik. Jetzt mache ich mal kurz Pause. So, Spielaufbau und Pässe. Passspiel muss jetzt ein bisschen länger. Passart machen wir riskanter. Die Angriffsseiten machen wir mal rechts, Mitte und links jetzt. Überall müssen die Angriffe kommen, die Abstöße lang. Immer lang gezogen. Spielmacher ist Xavi auf jeden Fall. Warum kann ich nicht Iniesta auswählen? Verstehe ich nicht. So, Abwehr können wir da noch was machen. Konterspiel. Nee, Abseitsfalle, das machen wir nicht. Überall pressen wir jetzt. Und die Abwehrreihe machen wir noch ein bisschen weiter. Die Abwehrreihe, sagte ich, machen wir noch ein bisschen weiter vorne. Wir müssen jetzt was riskieren. Ich meine, ob wir jetzt hier noch was reißen. Ob wir jetzt noch das 3-1 machen oder dann hinterher leider das 2-2 kassieren. Mit dem Risiko muss ich rechnen. Lionel Messi. In der 71. Nein. Der hätte Madrid heute alleine abschießen können. Na, also nochmal zurückgekommen, ob ich jetzt das 2-2 kassiere oder hinterher noch das 3-1 mache. Ich kann sowieso nicht verhindern. Ich kann nur hoffen, dass wir jetzt hier noch das 3-1 machen. Vielleicht muss ich da nochmal die Taktik, könnte ich nochmal ein bisschen umstellen bei der Aufstellung. Dass ich Busquets hier nach vorne ziehe. Und jetzt bringe ich einfach nochmal... Wer ist denn hier der Stärkste auf der Bank? Javier Mascherano. Bring ich einfach nochmal vorne rein. Ein bisschen offensiver müssen wir werden. So. Iniesta vorne mit rein. Und Mascherano und Xavi so dahinter. Wir müssen jetzt mit... Ich spiele jetzt mit 4 Stürmern. Egal. Ich muss jetzt was riskieren. Wir haben nur noch 17 Minuten mit Nachspielzeit. Und ich will hier noch ein 3-1 schaffen, Mann. Ich will nicht gegen Real Madrid verlieren. Xavi Alonso. Xabi Alonso, gut von Busquets, der eh leicht ausgewechselt wird. Jetzt der Konter, Messi, außen ist Aschavin. Der hat jetzt mal die ganze Außenseite. Lauf! Lauf, Russo! Lauf, Blitschko, Messi. Na? Spiel ihn doch flach auf Messi. Scheiße, scheiße, scheiße.
Messi. Unglaublich, was der Junge heute wieder leistet. Messi, alleine. 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 Schade. 79. Jetzt kommt Mascherano. Und auch Madrid wechselt. Da kommt Abeloa. Also bei uns erstmal Mascherano für Busquets. Und der Kollege Abeloa kommt für Raúl Albiol. Eckball. Da ist Iniesta. Scheiße. Aber komm, wir haben sie. Mascherano. Messi. 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 Lattenkreuz. Das gibt's doch nicht. Wie viel Pech haben wir denn? Leute, Leute, wie viel Pech haben wir. Aber wir sind immer noch dran. Iniesta. Und wieder Messi. Messi, jetzt, 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 jetzt. No, 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 no. Hattrick. 12 Chancen. 3 davon sind drin. Ja. Das ist es. Nochmal ein Wechsel. Marcello kommt rein. Marcello kommt für Coentrao und Michael Essien. Der kommt auch nochmal rein. Dreier packt Lionel Messi. Ist der wertvoll. Für Xabi Alonso kommt er rein. Und wenn jetzt das 4-1, dann bin ich hier völlig am Ausrasten, ganz ehrlich. Ah, Xavi, komm. Komm, nochmal. Messi, Viererpack. Jetzt ist die Chance da. Iniesta. Messi, da ist die Chance. Lattenkreuz. Zum wievielten Mal? Ich habe nicht mitgezählt. Ihr müsst mitzählen. Messi. Scheiße, scheiße. Die letzte Minute läuft. Nee, die 89. Ronaldo. Wenn ich, wie gesagt, wir dürfen jetzt keins mehr kassieren. Sonst war's das. Ronaldo. Gut, aber es gibt Eckball. Nicht so gut. Nicht so gut. Ronaldo führt ihn aus. Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, 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 bitte nicht. Ronaldo. Valdez ist da. Und Einwurf. Puh. Jetzt zählt's. Die Maria. Flanke, wo ist Valdez? Das Puyol. Nicht gut geklärt. Nicht gut geklärt. Oh, macht da keine Scheiße. Abpfiff. Schluss. Es gibt nochmal 30 Minuten extra obendrauf. Eine extra Lagner-Part heute für euch. 13:3 Schüsse. Leck mich am Arsch, ey. Verlängerung. Oder gibt's jetzt sofort Elfmeterschießen? Nee, oder? Nee. Ich wollte schon sagen. Verlängerung, auf geht's. Nur noch ein einziges Tor. Und wir haben ihn. Ich werde jetzt die Taktik nicht mehr verändern. Wir lassen das jetzt so. Ich riskiere das jetzt. Wenn schon, denn schon voll durch, immer. Higuain auf Ronaldo. Den kriegt er noch. Den kriegt er noch. Higuain, Puyol. Komm, haste, haste, haste. Oh, oh. Elfmeter? Nein. Boah, Alter, mach keinen Scheiß. Puyol kurz. Mit Mascherano. Und außen ist Aschavin. Der ist doch noch frisch. Der ist doch noch frisch. Ach, nicht so viel wichsen. Tricksen. Jeweils einmal abseits. Boah. Ist das ein Rückspiel. Ein Rückspiel, der den Namen von dem Spiel... El Clasico wirklich verdient. Ronaldo hat da sehr viel Platz. Das darf nicht sein. Puyol. Die Maria! Seitfalls hier ans Außennetz. Leute, Leute. Es läuft die 98. Minute. 98 Minuten. Voller Dramatik. Spannung. Tore. Was will man mehr? Messi. Was will man mehr? Messi. Iniesta. Mascherano. Ich glaube, das wäre abseits von Messi gewesen. Iniesta. Wieder abgeblockt. Mesut Özil. Oder ich glaube, die Taktik werde ich dann nochmal in der Halbzeit umändern. Die letzten 4 Minuten lasse ich die jetzt nochmal so. Dann werde ich sie ein bisschen defensiver stellen. Dann hoffe ich aufs Elfer schießen. Puyol ist da. Klärt aber nicht gut. Doch, Xavi kommt ran. Xavi. Sanchez kommt nicht ran. Mesut Özil. Higuain. Nein. Freistoß. Gefährliche Position. Da hat Madrid einen Spezialisten und der steht dann, heißt Cristiano Ronaldo. Steht so breit, als hätte er gleich in die Hose geschissen. Özil. Victor Valdez hat die Pille sicher. 2 Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte der Verlängerung. Xavi nochmal. Sanchez. Von ihm haben wir auch noch heute wenig gesehen. Da muss mehr kommen.
Noch ein bisschen. Esschen. Auf Özil. Der auch eigentlich in den beiden Spielen bislang ziemlich blass geworden ist. Gott sei Dank jetzt die Maria abgefälscht. Dani Alves klärt und Mascherano hat ihn. Halbzeit. Boah, alter Leute. Macht da keinen Scheiß. So, ich werde nochmal die Taktik jetzt umändern. Achso, warte. So, macht den Anschluss, ihr Pisser. So, jetzt stelle ich mal ein bisschen defensiver. Das Konterspiel stelle ich aus. Das Pressing machen wir ein bisschen defensiver. Und die Abwehrreihe machen wir mal so auf der Hälfte. Weil nicht, dass mir die vier Verteidiger nach vorne gehen und dann habe ich hinten keinen mehr. So, wir machen wie Barca. Bisschen Kurzpassspiel, Passart. Ein bisschen riskant lassen wir. Nein, ein bisschen riskant, hör mal. Spielmacher haben wir niemanden. Die Angriffsseiten machen wir jetzt mal überall. So, auf geht's. Die letzten 15 Minuten. Danach wissen wir entweder, wer es den Supercoppa gewonnen hat, oder wir gehen ins Elfmeterschießen. Dann kriegt er aber heute die volle Ladung, ey. 90 Minuten plus Verlängerung plus Elfmeterschießen, wenn das nicht mal ein gelungener Part ist. Ein perfekt gelungener Part wäre das natürlich, wenn wir das hier noch gewinnen würden. Was ich vor dem Spiel nie gedacht hätte. Ich hätte echt gedacht, das wird jetzt nur noch ein Schaulaufen von Madrid. Oh, Foul von Messi. Gelbe Karte für den kleinen Argentinier. Der heute 3 Tore gemacht hat. Der ist super wertvoll. Foul an Samuel, klar. Muss gelb geben. Völlig zu Recht. 110. läuft. Eieiei. Higuain. Piqué, jawohl, super. Und jetzt der Gegenkonter, komm. Wir sind in Überzahl. Aschavin gegen Samuel. Nein, scheiße. Aschavin hinterher. Mascherano, Aschavin wieder. Ah, wieder weg. Wieder weg. Wir können aber nochmal wechseln. Das machen wir auch. Wir können auch nochmal wechseln. Wir können sogar noch zweimal wechseln, können wir. Jetzt bringe ich Fabregas für Mascherano, der gerade gekommen ist. Naja. Und Song für... Und Song für... Messi. Ach wie. Ach, wir haben keinen Wechsel mehr. Okay. Dann ziehe ich ihn jetzt hier wieder zurück. Dann machen wir ein... Dreier-Zentral-Mittelfeld mit Fabregas, Iniesta und Xavi. Ja, beschwer dich nur. Ey, warum hast du dein Haar nicht gegelt, Junge? Ey, muss deine Haare gehen, Junge? Fabregas. Cesc Fabregas kommt rein für Mascherano. Jetzt der Freistoß von Ronaldo. Ronaldo. Piqué. Alter, mach keinen Scheiß, ey. Messi. Jetzt haben sie Platz. Jetzt haben sie Platz. Sanchez hat die Außenbahn frei. Sanchez. Geh, Junge. Geh. Aufs Tor. Sanchez. In der Mitte ist Messi. Messi. Ach, Xavi. Boah, Alter. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Messi gewinnt gegen Ramos. Messi. Macht einen Viererpack. Oh. Dann wäre ich aber echt ausgetickt. 119. deutet auf Elfmeterschießen hin. Aber noch ist hier nichts entschieden. Solange der Schiri nicht abpfeift, ist noch alles möglich. Dani Alves. Diesmal gibt es nur 60 Sekunden Zusatz. Messi. Der letzte Angriff. Vielleicht. Gut. Jawohl. Das war's. Finito. 3-1. Elfmeterschießen. Für den neutralen Zuschauer immer ein Highlight. Für die beiden Mannschaften und deren Fans. Heißt es jetzt weiter Fingernägel kauen. Und hoffen. Leute, drückt die Daumen, dass wir schaffen. Ronaldo gegen Valdés. Der erste Elferschütze. Und Ronaldo trifft. Souverän. 1-0. Messi. Überragendes Spiel. Kann er seine Leistung krönen? Jawohl. 1-1. Higuain. Hat das 1-0 gemacht. Valdés. Ach. Am richtigen Eck. Scheiße. Scheiße. Xavi, überragender Techniker. Macht den Ausgleich. Oh, aber auch mit viel Glück. Auch an den Pfosten. Marcello. Wurde in der Verlängerung erst eingewechselt. Kein guter Elferschütze. Doch. Verladen. Ganz souverän. Iniesta.
ein bisschen besserer Spielertyp als Xavi, Iniesta. Boah, 3-3. Ganz souverän. 6 Schützen, 6 Treffer. Michael Essien. Versagen bei ihm die Nerven? Nein. 4-3. Andrea Xavi, ein bisschen unglücklich gespielt. Ich hoffe, er macht ihn jetzt. Xavi, oh, reingezittert. 7-5, insgesamt 4-4. Özil. Özil. Verschießt. Und Daniel Alves. Wenn er trifft, sind wir Supercoppa-Sieger. Komm. Und der ist drin. Der ist drin. Und der Supercoppa-Sieger heißt Barcelona. Ich kann es gar nicht fassen. Wir haben das Spiel doch schon verloren. Nach dem 0-1 waren wir doch schon mausetot. Und dann kommt Messi und rettet uns ins Elfmeterschießen. Und dann gewinnen wir das. Insgesamt mit 8-5. Leute, ich bin sprachlos. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Wir gewinnen mit 8-5. Mit 5-4 nach Elfmeterschießen und sind Gewinner vom Super. Von der Supercoppa. Da oben haben wir es nochmal. Weiß auf schwarz. Der FC Barcelona gewinnt im Elfmeterschießen. Der beste Spieler. Messi nur eine 2? Naja. Boah. Yaya Touré wechselt von City zu Chelsea. Boah, ich kann es gar nicht fassen. Oh, die Auf- und Abwertungsrunde, die machen wir noch. Die mache ich immer ein bisschen schneller. Muniesa da. Oh. War nur Muniesa? Okay. Boah, ich kann es gar nicht glauben. Was kommt jetzt? Titel! Supercoppa! Triumph des FC Barcelona. Sonntag, den 12. August. Der wird in die Geschichtsbücher eingehen. Wir haben den Supercoppa noch gewonnen. Es ist unvorstellbar. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir gucken nochmal kurz die Nachrichten durch. Scouting abgeschlossen. Formgewinn von Mascherano. Piqué fällt für einen Tag aus. Siegprämie 500.000. Lieber das als zu wenig. Riskante Ansprache erfolgreich. Das wirkt sich positiv auf das Vertrauen aus. Ja. Wie gesagt, wenn es schiefgegangen wäre, wäre ich wieder der Buhmann gewesen. Was ist jetzt? Oh. Ach so, genau, Hattrick. Lionel Messi erzielt einen Hattrick. Ist der geilste Stürmer, ne? Ich liebe ihn so, ganz ehrlich. Dass wir den noch miterleben dürfen, sensationell. Scheiß mal auf Ronaldo, wir haben Messi. Nachdem sie vergessen haben, ihre Jugendmannschaft auszustellen, fragt der Jugendtrainer, ob er in Zukunft, ja. Kümmert euch mal um die ganzen anderen Sachen, wir machen das wieder. Frage, oh, Interviews und Pressekonferenz. Was werden sie tun, wenn sie in dieser Saison die Meisterschaft gewinnen? Wir werden zusammen mit den Fans auf dem Marktplatz eines der größten Feste feiern, die jemals gefeiert worden sind. Ja. Bisschen was für die Fans, genau. Danke für das Interview. Ja, gern geschehen. Oh, guck mal. Aktuell 15. Man ist generell zufrieden. Es gibt nicht viel zu kritisieren. Sie besitzen das volle Vertrauen. Das ist super. 15. haben wir die Saisoneröffnung. Der Gewinner der Vorbereitung? Ja, komm. Saisoneröffnung. Liga-Fakten. Der Beste? Na, sind wir. Höchster Marktwert? 564 Millionen. Ach du Scheiße. Oh, wir haben 40,3 Millionen Schulden. Das ist nicht so gut. Oh, ihr Tipp. Das machen wir einfach mal nach Stärken. Was? Atletico Madrid? Weil das braucht jetzt zu viel Zeit. Den Kader nominieren. Machen wir mal automatisch auswählen. Heute beginnt die Saison. Real Sociedad ist unser allererster Gegner. Das Topspiel findet in Madrid statt. Madrid gegen Valencia. Außerdem Levante gegen Madrid. Auch ein interessantes Spiel. Vielleicht noch Deportivo gegen Osasuna. Levante gegen Madrid. Topstar fällt Falcao. Topstar Lionel Messi. Die Creme de la Creme. Ist vertreten, so gesagt. Jetzt haben wir eine halbe Stunde. Okay. Jetzt geht's los. Der
allererste Spieltag steht vor der Tür. Barcelona empfängt Real Sociedad. Und das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch super gefallen. Wir waren ja sehr erfolgreich. Supercopa gewonnen. Fußballherz, was willst du mehr? Spannendes Spiel gesehen. Und ich hoffe, so starten wir auch erfolgreich in die Saison. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und sage, wie immer, adios muchachos. Bis im nächsten Part. Tschüss.